den gehört ich hier. Ja, wie ihr hier seht, sind wir im Kräutergarten, im Apothekergarten und hier ist der Schnittlauch. Hier jetzt mal mit Blüte. Ihr kennt sicherlich den Schnittlauch vom Rührei oder von Dips und Salaten ohne Blüte, aber wie gesagt, hier ist er mal, wenn er richtig aufblüht. Hier haben wir, nicht zu verwechseln mit Minze, hier ist die Melisse. Bilden sich grüne im Blatt, die Minze hat rötliches Blatt und wenn man reibt, dann hat man eben den zitronigen Geschmack in der Nase. Das ist der Unterschied zwischen Melisse und Minze. Hier haben wir den Lavendel. Ihr kennt sicherlich den Lavendel aus den Duftsäckchen, die man zwischen Kleidung in den Schränken reintut. Lavendel hat eine beruhigende Wirkung und blüht also von Juni bis Ende des Sommers, je nach Witterung, die ganze Zeit auf. Hier sieht man jetzt die Blüten noch in Knospen, die gehen aber noch weiter auf. Ja, hier sind wir in der Herz-Kreislauf-Box im Apothekergarten und da soll natürlich auch nicht der Fingerhut fehlen. Fingerhut deswegen, weil man mit dem Finger hereinkommt. Der Fingerhut ist giftig, also sollte man schon Obacht geben, auch mit Kleinkindern, dass sie nicht irgendwas an Blättern und sonstigen Saatkörnern zu sich nehmen. Ja, hier haben wir in der Magen- und Darmbox im Apothekergarten den Salbei. Salbei ist an der gräulichen Blattfarbe zu erkennen und natürlich auch, wenn man ihn reibt und dran riecht. Ein bisschen untypisch vielleicht für einige, die es nicht kennen. Also Salbei blüht auch. Das sind kleine Lippenblütler. Salbei kann man im Tee zu sich nehmen und ist gut für die Verdauung. Ja, und gleichzeitig natürlich ein schöner Schmuck mit der Blüte. Wir sind immer noch in der gleichen Box. Vorab hatten wir den Salbei, jetzt sind wir bei dem Fenchel angelangt. Fenchel hat eben auch für Magen, Darm und Galle, für die Verdauung zur Beruhigung. Es gibt auch Fenchelbonbons und man kann das als Gewürz verwenden für die Küche. Ist sehr feinlaubig, nicht zu verwechseln mit dem Dill. Dill ist vom Wuchs her niedriger, aber das sind hier sehr opulente Fenchelpflanzen. Ja, hier vielleicht mal für jemanden, der sich noch gar nicht auskennt, ganz untypisch oder nicht untypisch, aber das ist Senf und Senf blüht gelb. Senf, die Wirkstoffe kann man gut für die Haut nehmen und eben ein schöner gelber Blüher, der jetzt auch so die Sommerzeit blüht. Senf sieht sich auch aus, dadurch vermehrt er sich auch ganz gut. Ja, hier haben wir die Brennnessel, um sich nicht an den Blättern zu verbrennen, einfach in der Mitte fest zupacken und dann kann überhaupt nichts passieren. Man kommt nur, wenn man leicht gegen die Härchen kommt, an den Blatträndern, da kann man sich verbrennen. Brennnessel kann man in Salaten verwenden und auch als Düngemittel, das kann man ansetzen in einem Eimer, eine Woche ziehen lassen, Brennnesselzweige rein und dann kann man damit seine Pflanzen düngen.
Ja, hier nochmal ein typischer Küchenkräutergewürz, der Thymian, feinblättrig, wird auch noch im Laufe des Sommers blühen, kann man vielfältig in der Küche verwenden, für alle möglichen Gerichte und Salate und Pizza zum Beispiel, alles möglich.